Hi, willkommen zurück zu einem neuen Part Final Fantasy VII Remake. Letzten Part haben wir ja den Airbuster besiegt und ja, Cloud ist danach in die Tiefe gestürzt. Was waren die Geister schon wieder? Bist du okay? Hörst du mich? Oh, Zack! Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Damals? Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Nee, das ist nicht Zack. Vergiss es. Konzentrier dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also, schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey, wer bist du? Wer ist das? Ich bin dein Herr und Gebieter. What the hell? Hallo? Komm, Cloud. Es gibt viel zu tun. Alles in Ordnung mit dir? Willkommen zurück. Na, wieder wach? Wer bist du? Aeris. Und du? Wie heißt du? Ich bin Cloud. So trifft man sich wieder. Kennen wir uns etwa? Hast du was vergessen? Du erinnerst dich nicht? Komm schon, die Blume. Ah, das Blumenmädchen. Wo bin ich? In der Kirche der Slums, Sektor 5. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind deine Blumen? Tut mir leid. Mach dir nichts draus. Die Blumen sind hart im Nehmen. Dieser Ort gibt ihnen nämlich Kraft. Hey, Cloud. Du hast was verloren. Echt? Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. What the hell? Du weißt nur nicht, wie man sie benutzt. Kann schon sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen. Und das heißt? Was für eine Materie hat sie mir gegeben? Also ich sehe nichts Neues. Okay, lernen wir uns etwas besser kennen. Juhu! Na dann? Oh. Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco Orden. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Kannst du mich bezahlen? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä?
Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Wow. Tretet ja nicht auf die Blumen. Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach. Das hoffe ich mal, dass das nicht lange dauert. Immer noch hier. Mischt Reno mit? Wann habt ihr mich denn bitte mal geschützt? Das ist Petrits Geheimnis, meine Liebe. Dann erwarte auch keinen Dank von mir. Verzieh dich! Okay, Reno mischt anscheinend nicht mit. Hey! Schickt mal Verstärkung! Kommen neue? Okay. Können wir weiter Leute verdreschen? Der Feind ist geschwächt. Bam! Noch mehr? Jämmerlicher Haufen. Lust habe ich ja nicht, aber jetzt bin ich am Zug. Alter, Reno ist voll overpowered hier. Moment. Bin mal so frei. Ein Mitglied der Turks, eine Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Wendig und schnell auf den Beinen greift er mit seinen speziellen von Shinra gefertigten Schlagkopf im Nahkampf an. Magieattacken und blitzmentare Attacken füllen seine Schockleiste nur langsam. Was für ein Wahnsinnstipp. Das. Ah, das ist wie bei Lodge. Blocken und dann punishen dafür. Hört auf, im Weg zu kämpfen! Ich kann nichts dafür, der hat mich da reingekickt! Bodyguard, etwa Angst gekriegt? Ich geb nicht auf! Komm schon! Was ist denn aus deinem großen Getöne geworden? Hey! Jetzt zähl dich nicht so! Irgendwie klappt das nicht mehr so. Bin bereit. Okay. Jetzt komm ich! Das war daneben. Das ist auch eine Änderung zum Original, weil im Original hat man hier noch nicht gegen Reno gekämpft. Auf ein neues. Jetzt komm ich. Jetzt gebe ich alles. Das war's dann. So, Hälfte haben wir jetzt schon mal. Du bist ziemlich hartnäckig. Aber als Profi habe ich Spaß an all meinen Aufträgen. Lass Was ist das denn jetzt? Lass uns Spaß zusammen haben. What the fuck? Ist ja überhaupt nicht auf OP. Die Dinger muss man ausschalten, ne? Etwas näher! Oder hast du plötzlich Schiss gekriegt? Reno, das sind ganz linke Methoden, die du hier. Okay.
So, jetzt sind seine scheiß Dinger ausgeschaltet. Zu viel für dich, Soldat. Kein Problem. Komm her, Reno. Wie wär's mit Nachschlag? Oh, nö. Zieh jetzt bloß nicht den Schwanz ein. Hei nicht vor. Los, das war knapp. Ja. Du Drecksack, ey. Jetzt komm schon. Der nimmt mich überhaupt nicht ernst, in mich. Eindruck. Nee, will ich ja nicht. Das ist Reno immer, der mich da reinschubst. Hast du etwa Angst? Ich habe überhaupt keine Angst. Komm her, Reno. Hallo, ihr tretet auf die Blumen. Nein, Reno, nicht ich. Du flinker Bastard. Warte ab, bis ich den Limit wieder voll habe. Dann kriegst du den Arsch versohlt. Ja, ja, komm mal. So, jetzt muss das auch langsam was werden. Weil ich habe keine MP mehr. Aber jetzt fängt das schon wieder mit dieser Scheiße an. So, jetzt lag's mir, Alter. Jetzt wird abgerechnet. So. Ruhe im Karton. Du verstehst das nicht, Mann. Ich wollte doch nur... Was? Zolle. Was zum... Wie ist das? Kommandant! Sind Sie verletzt? Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst. Jawohl. Dieses Mal... Greifen Sie uns gar nicht an. Nee, sie helfen uns. Aber warum? Hierher. Ich werde auf diesen Viechern nicht schlau. Das wird bestimmt irgendwann ja nochmal aufgeklärt. Es hat mich beschützt. Ja, aber warum? Beeilung. Ich habe irgendwie den Eindruck, Ares kann die Viecher kontrollieren. Naja, vielleicht wird's noch aufgeklärt. Erstmal weg hier, bevor Reno wieder zu Kräften kommt. Lass mich vorgehen. Nimm meine Hand. Wo sind sie? Weg. Dort oben. Hey,
sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... Wenn ich den abtrenne... Ja, und wie mache ich das? Soll ich hier rüber springen? Sollte gehen. Wir kommen nicht ran. Was ist das? Magie. Und jetzt? Ah, und jetzt kann ich hier rüber, ne? Hä, warum geht das nicht? Ah, ich muss da lang. Komm schon, Cloud! Streng dich mal ein bisschen an. Jetzt! Okay. Okay, das ist wesentlich besser umgesetzt als im Original. Im Original musste man so dumme Fässer runterschmeißen. Da drüben! Hä? Oh, look! Ich werd getroffen! Soll ich auf die andere Seite kommen, oder was? Oder was möchten die von mir? Ja, das ist eine gute Idee. Cloud, hilf mir mal! Komm, beweg deinen Arsch! Sie sind aufs Dach geflohen. Ihnen nach? Nee, wir hauen ab. Was? Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Aua, 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 aua. Tut das weh? Echt? Wen denn? Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Oh Mann, ey. Cloud hat Frauenprobleme. Tifa, Jesse, Arius. Und er will sie am liebsten alle loswerden. Naja, sie scheinen aber harmlos zu sein und tun mir nichts. Sie uns einholen. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Oh, Reno sieht aber nicht gut aus. Der hat wohl ordentlich Dresche vom Cloud kassiert. Sie sind einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt. Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Ich würde hier warten, und bis die Shinra-Deppen einfach hast du verschwinden. Jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das
Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Nein. Klar. Ach, wirklich? Also ich kenne den nicht. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren? Ja, natürlich. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Komme ich hier auch mal irgendwann raus? Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Boah, wann sind wir hier endlich dran? Alter, wie lange wollen wir hier noch rumlaufen? Hä? Was ist ihr Problem? Spring doch einfach rüber! Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Soll man mit ihr reden jetzt, oder? Nö. Ich hab sie rübergeschubst! Klar, wenn du sie den Abgrund runterschubst, dann kannst du dich nicht mehr bezahlen. Ja, guck mal gerade auf den Alter, das ist ja ein halber Marathon, den wir hier machen. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Das sah mal anders aus. Oh nein. What the hell? Da wäre sie fast runtergesaust. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Ich weiß nicht, ob ich in einem Trümmerhaufen die ganze Zeit leben könnte. Obwohl, wenn man von Geburt an gewohnt ist und nichts anderes kennt, vielleicht, aber... Naja, komische Lebenseinstellung. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Okay. Würde ich nie wagen. Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Mhm. Hoppla! Genau, pass auf, dass du dich nicht auf die Fresse packst. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweiler.
Komm, beweg deinen Hintern. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst! Hui! Okay. So, sind wir jetzt endlich mal da? Das ist ein bisschen unnötig in die Länge gezogen hier. Schaffst du das? Natürlich. Ja. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Woran? Dass ich dich ständig retten muss? Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Habe ich die jetzt in der Truppe? Yo! Alles klar, Leute. Hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. So. Ah, da kann man zur Kirche zurück. Okay, Leute. Was uns hier noch so erwartet, das schauen wir uns in den nächsten Part an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.